Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel und zwar vom 5. bis zum 11. Juli. Und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich, alle meine treuen Abonnenten, die jede Woche zuschauen. Ganz, ganz lieben Dank für euer Vertrauen und euer Interesse. Und wenn du das erste Mal hier bei mir gelandet bist, mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich bin spiritueller Coach und Reiki-Lehrerin. Und ja, genau das kannst du bei mir erlernen, die Energiearbeit für dich anzuwenden und für andere natürlich. Und wenn dich das interessiert, dann ja, schau dich gern bei meinen Ausbildungen um. Im Moment läuft aktuell gerade meine Ausbildung zum spirituellen Coach und zum Engelmedium. Und ich werde die dieses Jahr nochmal im Herbst anbieten, denke ich, auf jeden Fall. Und wenn du erstmal an dir arbeiten möchtest, dann kannst du auch super gerne in mein 3-Wochen-Coaching kommen. Und das ist eine super gute Vorbereitung, mal zu schauen, wie du selber auf Energiearbeit reagierst, wenn du 3 Wochen auch energetisch an dir arbeitest, ja, an deinen energetischen Blockaden arbeitest, was sich dann tut. Und genauso ist das 3-Wochen-Coaching auch aufgebaut. Also da geht es in der ersten Woche um die Reinigung des Energiefeldes. Da gibt es auch immer eine Meditation für die ganze Woche, eine Wochenaufgabe und auch eine Energieübertragung, immer am Sonntag. Und in der zweiten Woche schauen wir uns dann an, was sind eigentlich deine Wünsche und Ziele und was kannst du tun, um die wirklich auch zu erreichen. Nicht, dass das immer nur ja, so ein Schriftstück bleibt, wo du aufschreibst, was deine Wünsche und Ziele sind, sondern wirklich auch in die Umsetzung kommst. Und in der dritten Woche geht es dann um ja, die energetische Power, die energetische Ausrichtung, auch Mindset, dass du wirklich auch deine Wünsche und deine Ziele erreichen kannst. Und dieses 3-Wochen-Programm, da gibt es einen internen Bereich bei mir über die Homepage und das kannst du auch immer wieder zwischendurch für dich machen, wenn das vorbei ist. Also ich bin ja dann auch 3-mal für euch in der Facebook-Gruppe live und beantworte eure Fragen, die da sind und wir machen da auch noch energetische Übungen. Aber das bleibt dir erhalten natürlich, der interne Bereich. Da kannst du immer wieder drauf zugreifen, auch auf die Meditation, die Videos und die Facebook-Gruppe. Es wird auch eine Facebook-Gruppe geben für alle, die dabei sind. Die bleibt natürlich auch bestehen. Wenn dich das interessiert, also da starten wir dann am 10. Juli. Ja, da freue ich mich, wenn du auch dazu kommen willst. Also ich biete das jetzt an. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal anbiete. Ich habe es deswegen auch so günstig gemacht, dass viele teilnehmen können, um einfach mal in eine Bewegung zu kommen, um wirklich vorwärts zu kommen. Es ist im Moment energetisch sehr wichtig, gerade an den Blockaden zu arbeiten und weiter zu gehen, ne? Durch die Blockaden durchzugehen, durch die Komfortzone zu verlassen und an sich zu arbeiten. Ja, wenn dich das anspricht, schau, wie gesagt, gerne auf meiner Homepage. Ja, und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns auch schon die Karten an für die nächste Woche. Wir haben einen Portaltag, der ist am 5. Und viele von euch haben sich gewünscht, dass ich nochmal den Lichtwandelkreis mache für die Portaltage. Und ich werde es mir noch überlegen. Und jedenfalls ist der erste Portaltag der 5. Juli. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Karten und wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben, da können wir auch schon starten. Und heute ist es wieder so warm hier bei mir. Ich habe die Kerzen nicht angemacht, aber ich habe sie uns dazugestellt, weil sie natürlich auch so energetisch wirken über die Edelsteine und auch über die Symbole natürlich. Und ja, ich habe wieder ein Auswahlorakel gelegt mit verschiedenen Themen. Beruf und Berufung, Liebe. Und dann habe ich noch eine Chakra-Karte gezogen und noch eine Karte aus den 9 Energiekarten, der Meister, Elohim und der Erzengel. Und in der Mitte liegt noch das neue Ländermannsat. Da ziehe ich nachher noch Karten auf eine Frage, die du dir stellen darfst nach dem Orakel. Und ja, komm am besten erstmal an und entspann dich, erde dich, atme nochmal tief ein und aus. Und wähle dann einfach intuitiv zwischen der rechten und linken Seite. Ich habe die Engelsflügel hingelegt und auf der rechten Seite haben wir den gelb-goldenen und auch diesen Energie-Roll-On. Den gibt es übrigens bei der Energie der Engel dazu.
Da ist er allerdings anders energetisiert. So gibt es den auch wie die Aura-Sprays mit den Themen Freude, Schutz, ja, Vitalität. Und bei der Energie der Engel ist er allerdings für das Thema energetisiert. Und da geht es im Juli um die Sichtbarkeit, wie du sichtbar wirst mit deiner Berufung. Und da gibt es echt einen richtig, richtig guten Energieschub, auch ja, um dich zu begleiten, auch energetisch, wenn du auf dem Weg bist. Also wenn du auf dem Weg in die Selbstständigkeit bist, da noch so ein bisschen Schwierigkeiten hast, ja, mit deinem Selbstwertgefühl, mit deinem Selbstbewusstsein, dann komm gerne in den Energiekreis, wenn dich das anzieht, die Energie der Engel im Juli. Und da, ja, mega, mega, mega schöne, schöne Energien. Habe ich gerade jetzt vor ein paar Tagen die Videos auch aufgenommen und die Energiearbeit, die dann auch immer dabei ist, also wirklich zu empfehlen. Und dann haben wir auf der linken Seite den Healing Stick in Grün, Erzengel Raphael. Also wähle einfach intuitiv auch aus. Du kannst auch die Flügel mit einbeziehen oder links haben wir noch den Diamanten, rechts die Erzengel Zadkiel Pyramide. Guck einfach mal, wo deine Augen hängen bleiben. Und ja, ich würde sagen, ich starte dann und lege los mit der linken Seite. Da geht es um das Thema Beruf und Berufung. Damit fangen wir an. Und wir gucken mal, was bei dir dran ist zum Thema Beruf. Auch wenn du immer mal wieder an dir und deinen Fähigkeiten zweifelst, du bist sehr spirituell und kannst vielen Menschen mit deiner Gabe helfen. Stelle dein Licht nicht länger unter den Scheffel. Deine Gaben vertiefen sich nun immer mehr und du ziehst genau die Menschen in dein Leben, die jetzt richtig sind. Dieses Symbol hilft dir dabei, energetisiere heute dein Wasser damit. Ja, wie gesagt, das sind die Karten Flow der Engel für Beruf und Berufung, wenn du sie hast. Ja, es ist eins meiner ersten Kartensets. Die sind handschriftlich und haben so eine schöne Energie. Und ich habe immer mal überlegt, sie nochmal aufzuarbeiten, auch in Druck, aber nein, es hat dann nicht die gleiche Energie. Also die werden auch so bleiben. Und das ist auch eins meiner Engelsymbole, was es auch in meinen Engel-Medium-Ausbildungen gibt. Da gibt es die Einweihung in die Symbole. Und ja, da geht es um die Entfaltung. Also im Beruf scheint bei dir eine Entfaltung anzustehen. Es kann auch sein, dass du dich nicht mehr so wohl fühlst und du sollst jetzt immer mehr in deine Kraft kommen. Na, wenn du auch nicht selbstständig bist, heißt das auch, dass du natürlich in deine Kraft kommen kannst im Angestelltenverhältnis, ne? Dass du einfach selbstsicherer sein kannst, ja, vielleicht auch Vorträge halten sollst oder vielleicht sogar auch eine Abteilung leiten sollst, ja, eine leitende Funktion übernehmen sollst und du traust es dir immer nicht so richtig zu. Das kann alles damit gemeint sein. Ist übrigens auch ein Ding für die Energie der Engel im Juli. Ja, wenn du damit ein Thema hast, dann ja, komm einfach gerne rein, weil die Energien werden dich mega unterstützen. Es ist ein Umbruch bei dir im Beruflichen auf jeden Fall, aber eher positiv für dich. Es geht um dein Wachstum, dass du mehr in dein Vertrauen kommst, jetzt nach vorne gehst und ja, einfach auch losgehst. Und auch der Satz, ne, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich glaube, viele tun das immer, immer wieder und dümpeln dann da so rum und wissen gar nicht, ja, selber ihre Fähigkeiten zu schätzen, sich selber wertzuschätzen. Also guck auch, dass du dich selber wertschätzt. Ne? Du hast auch den Erzengel Michael-Diamanten stehen, den großen sogar. Und der gibt dir auch Mut, Kraft, Stärke, ne? Also auch Schutz, aber es geht auch wirklich darum, mutig zu sein. Und ja, das Universum möchte dir auch sagen, du hast jetzt die Kraft auch für nächste Schritte. Vielleicht hast du dich auch intern beworben, auf eine andere Stelle beworben. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, dass da wirklich ein Schritt nach vorne passieren kann. Dann habe ich eine Karte gezogen für die Liebe der Engel. Also Liebe und Partnerschaft, Freundschaften aber auch. Und da wird dir gesagt, es kommt Bewegung in die Sache, nach der du fragst. Die Engel arbeiten an der bestmöglichen Lösung für alle Beteiligten. Deine Vermutung bezüglich einer Situation ist richtig. Wenn du Fotos von den entsprechenden Personen hast, lege sie auf das Symbol und vertraue. Also da geht es wirklich darum,
Ja, um eine Beschleunigung in einem Liebesthema. Vielleicht wartest du da auch schon längere Zeit auf etwas. Es kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Das kann jetzt sein, wenn du solo warst, dass da jetzt eine Bewegung kommt, dass du wirklich ganz leicht jemanden kennenlernst. Generell kann es aber auch bedeuten, wenn du in Freundschaften so Themen hattest, das kommt jetzt da Bewegung rein. Kann auch sein, dass eine Wahrheit ans Licht kommt. Generell, ja, habe ich so das Gefühl, es ordnet sich neu. Es ordnet sich neu und Dinge werden klar, Dinge werden sichtbar. Und vielleicht, wenn du so ein Thema hast mit Freunden, kann es auch darum gehen, dass du einfach jetzt klar bist, ne? Dich nicht mehr verbiegst. Ja, nicht mehr irgendwelche Ausreden dir einfallen lässt, sondern einfach sagst, nee, ich habe keine Lust. Ne, dass du nicht sagst, ich habe keine Zeit, sondern du sagst einfach, ich habe keine Lust und du stehst dazu. Also da kommt wirklich eine Veränderung rein. Alles dient dazu, dass dein Wachstum stattfindet. Das spüre ich hier bei euch auf der linken Seite. Da ist eine ganz, ganz starke Energie. Also ja, du hast auch den lila Flügel, der steht für Reinigung, aber auch für Transformation. Und die ist mega, mega stark zu spüren. Also es geht in Richtung deiner Kraft. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was wir für ein Chakra hier gezogen haben. Ich habe auch noch nicht geguckt, was es ist. Ja, das passt. Das Herzchakra. Also du stehst jetzt ab dieser Woche immer mehr zu deinem Herzen, zu deinen Herzensangelegenheiten und du wirst auch merken, es geht gar nicht mehr anders. Du kannst ja deine Herzensimpulse nicht mehr ignorieren. Das ist ja, wirst du immer mehr fühlen und das Herzchakra steht für Harmonie und Gleichgewicht. Also da kommt wirklich ein Gleichgewicht rein, Liebe, Mitgefühl, Emotionen. Erzengel Samuel natürlich, ne? Also du kommst da immer mehr in die Selbstliebe rein. Aber in Verbindung mit der Karte für die Liebe heißt das auch, dass da natürlich die Liebe in dein Leben kommen kann, ne? Dass da eine Beschleunigung reinkommt und das öffnet ja auch das Herzchakra. Also es geht generell darum, öffne dein Herz, ne? Also vielleicht hast du es auch verschlossen. Auch vielleicht mit Freunden, Bekannten. Vielleicht bist du da öfters auf die Nase geflogen, hast jemanden vertraut, hast im Nachhinein aber herausgefunden, dass das vielleicht doch nicht so eine vertrauenswürdige Person ist. All diese Dinge können damit gemeint sein. Und jetzt geht es wirklich um dich. Es geht für dich darum, dass du in deine Harmonie kommst, du in dein Gleichgewicht kommst. Und all das, was im Außen jetzt passiert, vielleicht empfindest du das gerade auch als sehr tragisch. Aber sieh das wirklich positiv, weil es ist diese Ordnung notwendig, um wirklich, dass du jetzt in diese Kraft reinkommst. Also ganz, ganz Aufschwungsenergien hier auf der linken Seite. Also wirklich so eine ganz neue Richtung. Also da wird sich viel tun bei euch hier auf der linken Seite. Das spüre ich ganz stark. Und dann haben wir auch noch einen Elohim-Strahl gezogen. Ja, und das ist der magentafarbene. Und ich muss es mal hochnehmen, weil ich es ohne Brille. Mir meine Brille holen. Der magentafarbene und Moment. Der sagt, ich verbinde dich mit deinem Urpotenzial. Ja, das ist so passend und mit Fähigkeiten aus alten Leben. Ich unterstütze dich bei deiner Entwicklung und unterstütze die Balance zwischen Aktivität und Ruhe in dir. Ich bin in mir zu Hause und überall auf der Welt. Wieder so eine Karte, ne? Es geht um dich, ne? Es geht um dein, ja, Wohlergehen, es geht um deinen Weg. Es geht wirklich um deinen Weg und dass du dich überall zu Hause fühlst. Also egal, wo du bist, Hauptsache du bist da und dann bist du auch da richtig. Ja? Also geh aus Abhängigkeiten raus, geh aus Co-Abhängigkeiten raus, mach dich von niemandem abhängig. Wenn du es bist, kann es wirklich sein, dass das jetzt rausgeht und du einfach den Weg von deinem Herzen auch gehst und dich auch nicht mehr, ja, nicht mehr so kompromissbereit bist, wie du vielleicht mal warst. Vielleicht sind da auch Leute in deinem Umfeld ein bisschen erschrocken darüber, dass du dich so veränderst und einfach nicht mehr spurst sozusagen. Es kann auch sein, dass da sich welche von dir abwenden, weil du einfach nicht mehr so funktionierst, wie die das gerne hätten.
Und daran wirst du auch erkennen, wer sind denn deine wahren Freunde und wer eben nicht. Da werden sich Dinge nochmal aussortieren. Aber du bist beschützt geführt und ja, Michael zeigt sich ja auf der linken Seite. Ja, hör da wirklich auf dein Herz. Ganz, 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 ganz schöne Energie. Ja, und dann kommen wir auf die rechte Seite, wenn du dich für den gelben Flügel entschieden hast und den Rollern. Und dann starte ich auch mit der Karte für den Beruf. Nee, die ist hier vorne. Da müssen wir anfangen. Ja, und da haben wir das Haus gezogen. Und da geht es darum, diese Karte sagt dir, dass es Zeit ist, besser deine Grenzen abzustecken. Ich nenne es immer Vorgartenpflege. Pass auf, dass niemand über deinen Zaun trampelt, ja, oder deinen Zaun missachtet hier. Na, deswegen habe ich das hier so hingemalt und deine Grenzen missachtet. Hab den Mut, deine Grenzen auch verbal zu verteidigen. Sage Stopp, wenn dir etwas nicht passt. Da geht es um berufliche Themen. Vielleicht hast du so ein Thema, dass eine Kollegin, Kollege sehr, sehr dominant ist, du dich nicht durchsetzen kannst oder aber auch gegenüber deinem Chef, dass du da ein Thema hast. Aber hier wird dir anscheinend immer wieder was auf den Tisch gelegt und es ist eigentlich nicht deine Aufgabe. Also verteidige da wirklich dein Reich. Na, also es geht wirklich hier drum, da wollen ja manche immer wieder über diesen Zaun drüber klettern und was von deinem Gras da haben. Und sag das auch, also sprich das auch wirklich an, wenn es mit Kollegen ist, dann sprich es auch an. Und ja, lass es dir einfach so nicht mehr gefallen. Da sind auch wirklich so Themen, so ein bisschen wie auf der anderen Seite auch. Stell dann dich nicht unter den Scheffel, lass es dir nicht gefallen. Es gibt immer einen, der macht. Und einen, der sich das gefallen lässt. Und der sich das gefallen lässt, der bist anscheinend jetzt du. Und vielleicht redest du dann auch mit Freunden darüber, mit deinem Partner, abends, wenn du nach Hause kommst. Ne? Das heißt, du nimmst die Arbeit mit nach Hause. Und das ist auch so eine Art wie Energieraub, die dann stattfindet, wenn du da noch drüber sprichst mit Freunden oder auch deinem Partner, was wieder an der Arbeit nicht lief, was wieder nicht funktioniert hat, wie die wieder sich alle benommen haben. Ne? Und das ist dieses 3D, ne? Dieses von der Schwingung her. Und das raubt dir auch Energie. Und versuch wirklich da rauszugehen, sprich die Leute an, die es betrifft. Nicht hinter dem Rücken reden, nicht bewerten, sondern einfach direkt immer und vor allem auch in der Situation ansprechen. Wenn es dir nicht passt, ansprechen und zwar sofort. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht spürst du auch, dass du müde bist, ne? Dass du dich energielos fühlst. Also das fühle ich hier auf der rechten Seite schon auch, dass da ein Mangel an Energie da ist. Und der will sich jetzt auch ausgleichen. Also guck da mal so ein bisschen genauer auch hin. Ja, dann haben wir, wenn das im selbstständigen Bereich, das muss ich auch noch dazu sagen, wenn das im selbstständigen Bereich ist und du hast das Thema Grenzen setzen, dann kann es sein, dass deine Kunden dir so ein bisschen auf dem Kopf rumtanzen oder auch deine Grenzen überschreiten, da auch immer gucken, dass du dann Grenzen setzt. Ja, du hast ja ein Angebot und ja, dass du da nicht großartig drüber gehst, weil das kann dich dann auch Energie kosten. Ne? Also da guck auch wirklich, dass du auch deinen Kunden dann mal Grenzen setzt. Ne? Es kann auch sein, dass dann einer immer wieder anruft und immer wieder noch was umsonst haben will und hier noch was und da noch was. Also grenz dich da auch ab. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann haben wir die zweite Karte, Liebe und Beziehungen. Und da wird dir gesagt, tue etwas, was du liebst. Bist du bei dir oder passt du dich an? Zurzeit ist es sehr wichtig für dich, deinen wahren Herzenswunsch zu folgen. Sei dabei ganz ehrlich zu dir selbst und frei in allem, was du tust. Also ja, was möchtest du? Ne? Nutze bewusst deine Zeit. Also guck auch, mit wem verbringst du deine Zeit? Ist das die richtige Person, mit der du deine Zeit verbringst? Das kann jetzt Freundschaft bedeuten, das kann auch Partnerschaft sein, ne? Dass du am richtigen Ort dich immer fühlst. Ja, also guck da nochmal so ein bisschen genauer hin. Vielleicht passt du dich auch an. Ne? Das passt auch zum Thema Grenzen setzen, dass die anderen dich so in Beschlag genommen haben, dass du dich automatisch immer anpasst. Das war schon immer so. Du hast dich immer schon angepasst und du machst immer das dann für die anderen und das mache ich halt so, das habe ich schon immer so gemacht. Aber es ist jetzt die Zeit wirklich einer Veränderung. Das wirst du auch sehr stark merken,
Du hast die Erzengel-Zadkiel-Pyramide und den gelben Flügel. Und der gelbe Flügel steht ja auch wieder für das Aufladen von Energie, für das Solarplexus-Chakra, also Fülle, Erfolg, Mitte, dass du in deine Kraft wieder reinkommst. Und das soll jetzt eben auch im freundschaftlichen, vielleicht auch im partnerschaftlichen Bereich sein, dass du nicht abhängig bist von jemandem oder auch von Freundinnen, Freundschaften, Freunden, sondern dass du dein Ding machst. Und da kann es auch mal zu Konflikten kommen. Also da spüre ich auch da die Veränderung im Feld. Also hier, da fühle ich auch so wirklich Konflikte, aber dann sprich es auch aus und ganz wichtig, ne? Dann haben wir das Chakra, was für die Woche für dich da ist und das ist das dritte Augechakra. Ja, das passt. Kann auch sein, dass dir das wirklich bewusst wird, dass du die Dinge siehst, ne? Dass du, also das Stirnchakra steht ja auch für das Hellsehen, ne? Tor der Seele sagt man auch. Da geht es auch um Visionen, ist auch Erzengel Michael-Energie. Kann aber auch sein, dass das dritte Auge zu ist. Also wenn das energetisch zu ist, dann fallen dir all diese Dinge nicht auf. Ne? Und wenn jetzt die Energien daran arbeiten, dann kann es sein, dass das wie so von Schuppen von Augen dir fällt und sagt, mein Gott, warum habe ich das vorher nicht gesehen, ne? Dass Person XY mich total ausnutzt und immer nur anruft, wenn er oder sie was möchte. Warum habe ich das nicht gesehen? Und es kann sein, dass dir diese Dinge jetzt so klar werden. Kann aber auch sein, dass du, wenn du jetzt meditierst, energetisch arbeitest, dass du dann so eine Art Vision bekommst, also dass die Hellsicht auch angeschubst wird. Ne? Wenn das dritte Auge sich öffnet energetisch, dann kannst du das so ein bisschen wahrnehmen wie so einen kleinen Druck zwischen den Augenbrauen, als ob du von außen da drauf drückst, dann geht das dritte Auge Chakra auf. Und dann werden uns natürlich viel mehr Dinge bewusst, ne? Auch über das Sehen, also über das Hellsehen. Ne? Das heißt, wenn du die Augen zu hast, achte auch mal so drauf zwischen den Wach- und Schlafphasen. Also wenn du morgens wach wirst, bist aber noch nicht ganz wach, sondern so dazwischen, dann kann es auch sein, dass du Dinge wahrnimmst, dass du Bilder wahrnimmst, Filme siehst. Also da kann unheimlich viel passieren, wenn sich das dritte Auge öffnet an der Wahrnehmung. Also generell fühle ich bei euch auf der rechten Seite einen unheimlichen Wahrnehmenssprung. Ne? Muss nicht das dritte Auge jetzt sein. Ich habe auch so das Gefühl, energetisch ein großer Sprung, der sich da zeigt. Ja, und dann habe ich noch eine Energiekarte gezogen. Bei euch zeigt sich ein Erzengel. Ja, und das ist der Raphael. Oh, schön. Ja, der Engel für die Heilung auch. Energetische Heilung finde ich immer ganz passend, auch bei Raphael, weil er sich ja auch um das Energiesystem ja im Speziellen nochmal kümmert. Und er sagt dir, ich richte dein Energiefeld neu aus. Diese Ausrichtung lässt dich die Situation, nach der du fragst, anders sehen. Warte noch ab und treffe keine voreilige Entscheidung. Na, also wenn du Entscheidungen jetzt zu treffen hast, dann überlege die genau. Na? Entscheide das wirklich auch nach deinem Bauchgefühl. Und ich lasse mich von dir, Erzengel Raphael, in meine Harmonie führen. Na, und da kann es wirklich sein, dass es holprig wird, weil du einfach jetzt nicht mehr so funktionierst, wie du es immer getan hast. Und das ist auch richtig so und auch gut so. Ne? Das ist so einfach dein gesamter Wachstum jetzt, der sich hier zeigt. Und du bist da vollkommen auf dem richtigen Weg. Du musst da auch kein schlechtes Gewissen haben. Also es fühlt sich auch richtig kraftvoll an. Ne? Also ja, fühlt sich gut an. Ja, und wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann kannst du dir die stellen. Und ich ziehe uns hier ein paar Karten von den Ländermann, von den Energieländermann-Karten als Antwort auf die Frage. Kann jetzt in jedem Lebensbereich sein, was auch immer du gerade für ein Thema hast. Ja, ist auch wieder die Veränderung angezeigt. Ne? Ich habe die Störche gezogen, der Reiter und die Lilien. Schaut mal. Ja, also Wahnsinn, es geht vorwärts. Also in dem Thema geht es auch vorwärts. Da kommt eine positive Veränderung rein. Die Lilien steht für mich auch immer für die Energiearbeit. Ne? Dass die Energiearbeit jetzt auch etwas in deinem Leben bewirkt,
heißt, du arbeitest energetisch für dich, das kann sein, oder du gehst zu jemandem, der energetisch für dich arbeitet, das wäre jetzt auch angezeigt, ne, solltest du machen. Aktivierung deines inneren Friedens, ne? Also es geht wirklich darum, in deiner Situation, wo du jetzt drum fragst, entweder lass dich unterstützen energetisch. Wenn du selber energetisch arbeitest, dann arbeite an diesem Thema, um was es geht, nachdem du gefragt hast. Es sieht nach einer positiven Veränderung aus. Erzengel Metatron hat sich jetzt hier auch gezeigt und Erzengel Michael, Aktivierung deiner inneren Sicht. Also es geht wirklich um das Vorwärtskommen. Du solltest wirklich aktiv auch etwas tun zu deiner Frage. Also nicht stehen bleiben, nicht stocken, sondern wirklich aktiv was tun, ins Machen kommen oder dir Unterstützung holen und dann kommt auch eine positive Veränderung. Also du musst es nicht mit dir alleine ausmachen, sondern kannst dir auch Unterstützung holen. Die ist halt hier auch angezeigt. Ne? Und dann kommt auch relativ schnell eine positive Veränderung in deinem Thema. Ne? Also manchmal scheuen wir uns ja auch Hilfe zu holen. Aber ja, mach das einfach, ne? Probier es mal aus. Ne? Manchmal kann einem ja auch schon ein Freund helfen, wenn wir nur mal kurz drüber reden, wenn du energetisch was machen lässt von jemand anderem. Und wenn es nur ein Chakrenausgleich ist oder eine Energiearbeit auch für dieses Thema, eine Herzöffnung auch oder ganz egal, um welches Thema es geht, ne? Eine Energiefeldreinigung. Solche Dinge, die können uns ja dann auch unterstützen bei allen Themen. Ne? Das kann wirklich damit gemeint sein. Aber es ist eine positive Sicht, aber du musst aktiv werden in dem Thema. Also du musst aktiv werden. Na, wenn du jetzt gefragt hast, soll ich dies und das machen, dann auf jeden Fall ja. Na, ganz, ganz deutlich spürbar, da geht es nach vorne. Da will was auch, da will was in Veränderung gehen. Na, und zwar in eine positive. Da ist auch etwas zu Ende und was Neues kommt. Und auch sag dir dann auch immer, wenn etwas zu Ende ist, das Neue kommt, dann sind auch die Türen schon offen für das Neue. Und das Neue kann vielleicht noch nicht zu dir kommen, weil du es einfach noch nicht zugelassen hast, weil du das Alte eben noch nicht losgelassen hast. Und da ist jetzt die richtige Zeit, wirklich loszulassen und lass dich auf das Neue ein, weil das viel besser sein wird als das, wie es gerade aussieht. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende angekommen und ich hoffe, das Video hat dir für die nächste Woche die nötigen Impulse gegeben und Antworten. Und ja, komm auch gerne auf meine anderen Social-Media-Kanäle, auf Instagram. Ich habe eine Facebook-Seite und auch eine Facebook-Gruppe, wo es auch immer Überraschungen gibt, die eben auch nur in dieser Gruppe stattfinden. Auch live gehen tue ich nur in der Facebook-Gruppe. Lasse dein Licht strahlen, also komm gerne dazu. Es ist alles vollkommen kostenlos. Da war auch jetzt, letzte Woche war ich live zu den aktuellen Energien. Ich ziehe auch Karten für euch. Komm einfach gern dazu und ich freue mich über jeden, der da ist. Ja, habt eine schöne Woche und alles, alles Liebe für dich. Bis bald. Tschüss.